Hallo und herzlich willkommen. Heute wollen wir euch am Beispiel der Schaukel zeigen, dass ein mathematisches Pendel unabhängig von der Masse und der Anfangsauslenkung ist. Wir sehen, dass Stefan und seine Tochter zu Beginn die Schaukel um den Winkel Phi aus der Ruhelage ausgelenkt haben. Wenn sie anfangen zu schaukeln, wirkt auf sie die Kraft F rück. Für diese gilt, dass die Gerade minus der Gewichtskraft mal dem Sinus von Phi ist oder gleich m mal g mal Sinus Phi, wobei Phi sich über die Zeit ändert. Da beim Schaukeln die Auslenkungswinkel sehr klein sind, können wir hier die Kleinwinkelnäherung einführen. Das bedeutet, dass der Sinus von Phi etwa Phi ist. Dadurch vereinfacht sich unsere Kraft zu F rück ist gleich minus m mal g mal Phi. Außerdem handelt es sich bei dieser Bewegung um eine Kreisbewegung, wodurch unser Kraftansatz F gleich m mal a zu m mal l mal Phi Punkt Punkt wird. Dabei ist Phi Punkt Punkt die zweite zeitliche Ableitung vom Phi. Wir erhalten als Kräftegleichgewicht also, dass m mal l mal Phi Punkt Punkt gleich minus m mal g mal Phi ist, wobei wir alles auf eine Seite holen, indem wir mit m mal g mal Phi addieren. Wir erhalten dadurch diese Gleichung hier, die wir durch m mal l teilen wollen. Damit erhalten wir die Differentialgleichung Phi Punkt Punkt plus g durch l mal Phi gleich 0. Diese lässt sich durch die Funktion Phi von t ist gleich Phi 0 mal Cosinus Omega mal t lösen. Dabei ist Phi 0 die Amplitude und Omega die Kreisfrequenz. Setzen wir nun die Funktion in unsere Differentialgleichung ein, erhalten wir die Gleichung, aus der wir die beiden Phi Nulls und die Cosinus-Terme kürzen können. Dadurch erhalten wir minus Omega Quadrat plus g durch l gleich 0 oder Omega Quadrat ist gleich g durch l. Für die Kreisfrequenz erhalten wir also, dass diese gleich die Wurzel aus g durch l ist. Dies bedeutet, die Periodendauer t ist 2pi mal der Wurzel aus l durch g. Wir können also sehen, dass die Periodendauer unabhängig von der Masse m sowie der Amplitude Phi 0 ist. Wollen wir uns zunächst die Massenunabhängigkeit der Periodendauer angucken. Wir sehen dazu Stefan und seine Tochter schaukeln. Beide starten dabei mit derselben Auslenkung. Während sie schaukeln, können wir sehen, dass sie beide immer gleichzeitig durch die Nulllage schwingen, so wie wir das hier nochmal in der Zeitlupe sehen können. Als zweites überprüfen wir, dass die Periodendauer auch unabhängig von der Auslenkung ist. Wir sehen, wie Stefan zunächst mit einer größeren Auslenkung schaukelt. Nach und nach wenden wir sein Schaukeln mit unterschiedlichen Auslenkungen dazu und wieder stellen wir fest, dass er immer zur gleichen Zeit durch die Nulllage schwingt. Wie wir also sehen konnten, ist die Periodendauer des mathematischen Pendels unabhängig von der Masse und von der Auslenkung. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.